Lag Baomer ist ein Tag der Freude, ein Tag, der alle jüdische Kinder vereint. Dieses Jahr wird es wohl etwas schwieriger sein, alle Kinder zusammenzubringen. Jedes Jahr haben wir eine Parade in unserer Stadt mit allen Kindern, aber dieses Jahr sind wir alle zu Hause. Wie schaffen wir es trotzdem, alle Kinder zu vereinen? Aha. Nicht aus dem Haus gehen? Wir kommen mit einer speziellen Drohne, die bis zu euch nach Hause kommt. Ich muss ihn dringend anrufen. Vielleicht hat er eine Idee. Moment, hier steht sogar, er heißt David. Das hört sich wie ein jüdischer Name an. Hallo, hallo, Live-Übertragung. Hey David, wir brauchen deine Hilfe. Wir würden so gerne eine Parade durchführen, um alle jüdische Kinder zu vereinen. Aber wie sollen wir das denn machen, wenn wir alle zu Hause sind? Da bist du genau an der richtigen Adresse. Aber kannst du mir eigentlich sagen, was man so an einer Parade macht? Wir möchten, dass die Kinder 12 Verse der Tora sagen und dann wollen wir die Geschichte von Rabbi Shimon Bar Yochai erzählen. Die Geschichte von wem? Rabbi Shimon wer? Was? Bar Yochai. Erzähl mir doch ein bisschen über ihn. Hört sich interessant an. Gib mir erst mal eine Idee. Erzähl mir deine Träume und ich erfülle sie dir. Im ganzen deutschsprachigen Raum herumzugehen und jüdische Kinder finden, die einen Tora-Vers von zu Hause sagen können. Schon unterwegs. Was ist unterwegs? Meine Drohne ist schon unterwegs und wird dir die Kinder finden. Wie soll das gehen? Alle Kinder, die uns einen Vers sagen möchten, schicken uns eine WhatsApp auf dieser Nummer und unsere Drohne kommt dann zu ihnen. Wie? So einfach ist das? Genau so einfach ist es. Schau mal, die Drohne ist schon wieder unterwegs. Moment, noch was. Jeder, der teilnimmt, soll sich fotografieren, während er den Vers mit uns zusammen sagt. Und dann verlosen wir einen tollen Preis. Was denn für einen tollen Preis? Hast du eine Idee? Vielleicht eine Drohne, die ganz super tolle Bilder aufnehmen kann? Super Idee. Schieß los. Wow, ich bin so aufgeregt. Mit der Drohne schaffen wir es, an mehreren Kindern zu verschiedenen Orten zu gelangen und sie zu sehen. Kinder aus Deutschland, Österreich und Schweiz. Die Kinder werden die Tora-Verse vorsagen. Eine kurze Erklärung, bevor wir anfangen. Jedes Mal, wenn wir an einem Ort landen, wird ein Kind oder eine Familie von dort einen Tora-Vers aus der Tora laut vorsagen. Liebe Kinder, wie ihr schon bestimmt wisst, unsere Tora vereint uns. Wir lieben sie so sehr. Aus diesem Grund werden wir hier, jeder in seinem Haus, die Tora-Verse, die die Kinder uns laut vorsagen, Wort für Wort nachsagen. Seid ihr bereit? Wir begrüßen herzlich die Kinder aus Berlin. Schön, endlich die Elfi zu sehen. Aber die Straßen sind leer. Wo sind die? Ah, hallo und willkommen an alle Kinder aus Hamburg. Hallo und willkommen an alle Kinder aus Wien. Und jetzt nach 700 Kilometer, ziemlich weite Strecke. Hallo an die Kinder aus Freiburg.
Wow, so viele Städte zusammen. Wo sind wir? Ich weiß. Hallo an alle Kinder aus Düsseldorf. Kiel, Karow, Endera. Ra, da war, ne on. Wer fika, u fi, lev, avecha, la, sol. Nochmal über die Grenze. Cool, hey. Vorsicht bitte, Ampel. Hallo und willkommen an alle Kinder aus Basel. Kol, Aretz, Vodo, Mabit, Alav, Ubuchen, Klayot, Galev, Im, Obdo, Karav. Oh, endlich sind wir in Bayern. Hallo, liebe Kinder aus München. Bereshit. Bara Elokim et Ashamayim ve'aretz. Und wo jetzt? Ulm, here we come. Hallo und willkommen an alle Kinder aus Ulm. Veshinantam levanecha ve'tibarta bam, ve'tibarta bam, ve'tibarta bam, 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 bam. Beshivtecha bebenecha ubelechtecha baderech ubeshivtecha ubekumlecha bedibata bam 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 bam. Oh, wie viele Wolkenkratzer! Könnt ihr raten, wo wir sind? Hallo und willkommen an alle Kinder aus Frankfurt! Ja, Gatti! Ja, Gatti! Glomazati! Glomazati! Hallo und willkommen an alle Kinder aus Aachen. Super, euch zu sehen. Was für ein schönes Schloss mitten in der Stadt. Hallo an alle Kinder aus Karlsruhe. Hallo und willkommen an alle Kinder aus Köln. Hallo und willkommen an alle Kinder aus Bad Homburg. Gut, dass die Flughäfen geschlossen sind. Der ganze Himmel gehört jetzt uns. Hallo und willkommen an alle Kinder aus Hannover. Ja, jetzt.
Mashiach Achichas. Anu rotzim Mashiach Achshav. Danke vielmals, liebe Kinder. Ihr wart einmalig. Applaus an alle Kinder. Ja, ihr zu Hause. Applaus an euch und an eure Freunde. Super gemacht. Vielen Dank für deine hervorragende Arbeit, die du geleistet hast. Die Kinder haben die Verse so laut gesprochen. Wir haben sie im ganzen deutschsprachigen Raum gehört. Das war wirklich etwas Besonderes. Jetzt schuldest du mir aber etwas, hä? Was schulde ich dir denn? Du hast mir versprochen, dass du mir über Rabbi Shimon Bar Yochai erzählst. Sag mal, wie schnell kann denn deine Flugkamera fliegen? Hohoho, mega schnell! Hat deine Flugkamera ein Navigationssystem? Gib die Adresse ein. Die Höhle von Rabbi Shimon Bar Yochai. Du denn? Was für ein komischer Vogel. Sieht eher wie eine Krähe aus. Ich heiße David. Wie heißt du denn? Ich heiße Cornelius. Wie seltsam. Ich habe noch nie einen sprechenden Vogel gehört. Du bist ja komisch. Das ist kein Vogel. Das ist eine Drohne. So heißt du? Drohne? Nein, ich heiße David. Und ich bin nicht hier. Bist du denn? Ich bin wirklich weit weg. Wie meinst du, weit? Du bist doch hier, oder? Nein. Das hier ist eine Drohne. Ich bin weit weg in Deutschland. Du machst mich wirklich verrückt. Verschwinde! Los, hau ab! Du störst mich bei meiner Arbeit. Geh weg, du Vogel! Los, weg! Ich bin kein Vogel, ich bin eine Drohne. Du störst mich wirklich bei der Arbeit. Wir sind hier unter enormem Zeitdruck. Also wirklich, ich sehe, wie schwer du arbeitest. Sobald ich weg war, bist du wieder schlafen gegangen. Schsch! Untersteh dich es, jemandem zu erzählen. Kannst du mir jetzt erklären, was du hier tust? Hast du schon mal was von Rabbi Shimon Bar Yochai gehört? Ich bin ein Wächter hier und ich muss aufpassen, dass er nicht wegläuft. Ich bin nämlich verantwortlich, verstehst du? Aber du suchst gar nicht. Du schläfst einfach die ganze Zeit. Was für ein Unsinn. Ich schlafe nicht. Ich ruhe mich lediglich aus. Ich bin die ganze Zeit hier am Suchen. Ich weiß, wo er ist. Hallo, hörst du mich oder bist du wieder eingeschlafen? Ja, natürlich bin ich mit dir. Ich habe mich nur ganz kurz ausgeruht. Ich denke, du schläfst wirklich zu viel. Unsinn, genau 2 Minuten. Du hast gesagt, du weißt, wo er ist. Du musst es mir unbedingt sagen, dann bekomme ich eine Ehrenmedaille. Wo bist du denn überhaupt? Du hörst dich interessant an. Moment, ich komme. Was meinst du? Du kommst. Du bist doch schon hier. Du verstehst einfach gar nichts. Ich bin ein Mensch, genau wie du. Also eigentlich nicht genau wie du. Ich schlafe beim Hüten nicht ein. Beruhig dich. Du musst mich nicht so beleidigen. Wenn du ein Mensch bist, so wie ich, dann komm her und sprich mit mir. Und nicht durch diesen seltsamen Vogel hier. Wie soll ich denn das tun? Im Moment gibt es gar keine Flüge. Hä? Was gibt es nicht? Flüge. Wegen dem Corona sind alle unter Quarantäne und man kann nirgendwo hinfliegen. Corona-Flüge? Du lebst scheinbar in irgendeiner Fantasiewelt. Ich glaube, du bist derjenige, der hier schläft und träumt. Lass es. Geh wieder schlafen. In der Zwischenzeit suche ich eine App. Verschwinde jetzt endlich mal mit deinen erschreckenden Sachen hier. Komm,
Keine Angst, die App wird uns helfen. Wir werden uns gleich wiedersehen. Ich werde es überprüfen. Such du mal weiter oder besser gesagt, schlaf mal weiter. Ja, ja, ich werde weitersuchen. Was machst du hier? Da bin ich. Du hast mich gebeten zu kommen und hier bin ich. Was? Nee. Moment mal. Bist du nicht der mit dem Vogel? Natürlich bin ich es. Bist du wieder eingeschlafen? Ich? Unsinn. Nein, nein. Ich bin hier. Ich bin hier am Suchen. Komm mal her. Du siehst ja klasse aus in dieser Kleidung. Komm. Wir machen ein Selfie-Bild. Komm. Was? Was denn für ein Bild? Ja, ein Bild von uns beiden zusammen. Da bekomme ich bestimmt ganz viele Likes auf Instagram. Was redest du denn da? Hör mal. Ich kenne da einen Maler. Den rufen wir her und der kann uns dann beide zusammen zeichnen. Dann brauchst du nicht hunderte von Leute herkommen, die dir ein Like geben. Komm. Ich geb dir ein Like. Yeah. Einfach lächeln und den Rest kannst du mir überlassen. Was soll denn das? Schau mal! So viele Likes in kurzer Zeit! Unglaublich! Boah, dafür hat sich schon die ganze Reise gelohnt. Was redest du für ein Quatsch? Hör auf. Wir müssen hier arbeiten. Wir müssen hier suchen. Ha? Verstehst du das nicht? Was soll denn das? Wieso denn so viel Stress? Hör mal. Es gibt da einen, der heißt Rabbi Shimon Bar Yochai. Das ist ein Jude. Den müssen wir fangen. Wieso denn fangen? Weil der ständig gegen die römische Herrschaft hetzt. Verstehst du? Wir suchen ihn schon jahrelang, aber wir finden ihn einfach nicht. Wieso spricht er denn gegen die römische Herrschaft? Hör mal, weißt du eigentlich, wie viel Gutes die römische Regierung für die Juden tut? Hm? Und dann kommt der und redet so schlecht über sie. Das kann nicht sein. Moment. Ja, David? Hör zu, was er erzählt. Da! Das ist er! Da ist er! Schnapp ihn! Bring ihn zu mir! Da. Das ist er nicht! Beruhig dich! Das ist mein Rabbiner, der gerade eine Parade für Kinder leitet. Was? Was redest du denn da? Natürlich! Natürlich ist er das! Warte! Ich hab hier eine Zeichnung. Siehst du? Sieht genauso aus wie er. Die sehen sich überhaupt nicht gleich aus. Beide haben einen Bart und damit hat sich das mit der Ähnlichkeit. Zeig mal. Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht sind sie nicht genau gleich, aber eine Ähnlichkeit besteht schon. Du hör mal, vielleicht ist es ja sein Sohn. Ich habe gehört, dass er zusammen mit seinem Sohn in der Höhle haust. Jetzt ist er so klein hier in deiner Hand. Du bist unglaublich. Vorhin mit diesem Vogel und jetzt bist du ja ein richtiger Magier. Ich bin kein Magier. Du schläfst einfach viel. Wirklich viel. Psst, nicht so laut. Sonst hört uns noch mein Kommandant. Was meinst du, was der mit uns macht, wenn der uns hier so findet? PC Jochus. Nicht so laut. Hör mal. Nur du und dein Vogel. Ihr wisst, dass ich ein bisschen geschlafen habe. Also bitte erzählt es niemandem. In Ordnung? Sagen Sie, verehrter Rabbiner, ist Rabbi Shimon Bar Yochai wirklich schuld? Hat er wirklich schlecht über die römische Herrschaft gesprochen?
Das ist ein großer Irrtum. Die Wahrheit ist, dass die Römer all diese Sachen nicht für die Juden gemacht haben. Es war eine sehr schwierige Zeit für das jüdische Volk. Die Römer waren sehr grausam zu den Juden. Nach dem Tod von Rabbi Akiva, dem Meister von Rabbi Shimon bar Yochai, lockerten die Römer etwas ihre Härtedekrete gegen die Juden. Die Juden hatten große Angst vor diesem Mörder. Doch Rabbi Shimon fürchte sich nicht. Das kann nicht sein. Angst vor den Römern? Schau dir diesen Römer an. Der schläft den ganzen Tag nur. Du hast den falschen Römer erwischt. Damals herrschten die Römer über die ganze Welt und waren eine sehr mächtige Nation mit einer riesigen Armee. Sie haben Rabbi Shimon zu Tode verurteilt, weil er der Einzige war, der sich nicht vor ihnen fürchtete und keine Angst hatte, das zu sagen, was der dachte, um die Juden vor den Römern zu retten. Ja, frag ihn. Frag ihn, wo Shimon bar Yochai ist. Hör mal, derjenige, der ihn findet, erhält eine große Belohnung. Was sagst du? Wir machen halbe-halbe. Hm? Ja, wo ist er denn? Willst du ihm das wirklich verraten? Ja, natürlich will ich es wissen, selbstverständlich, aber... Weißt du was? Vielleicht sollten wir uns vorher noch etwas ausruhen. Was sagst du? Möchtest du es wirklich wissen? Na dann, machen wir uns auf den Weg. Komm. Geht mal den Hügel hinauf. Machen. Ich muss mich ausruhen. Na sag mal, du ruhst dich schon seit Tausenden von Jahren aus. Ja, aber dieser Hügel, der hat mich total geschafft. Hör mal, könntest du nicht PC Jochus um Verstärkung bitten? Wieso ich? Hast du etwa Angst vor ihm? Vor Rabbi? Shimon? Nein, ich bin sehr mutig, aber... Wobei, gegen die Römer hat er schon erfolgreich gekämpft. Ich hab doch keine Angst. Keine Angst, komm schon, der Rabbi ist mit uns. Ach, der Rabbi. Verehrter Rabbiner, wo geht's jetzt lang? Hier oben, siehst du es? Ah, wow, ja, ich seh's, ja. Ja. Hier ist die Höhle. Ja. Nimm mein Schwert. Hier. Da. Hier. Du kommst von da, ich komm von hier. Und zack, brechen wir in die Höhle ein. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann auf drei. Eins, zwei, drei. Vielleicht warten wir doch lieber, bis es dunkel ist. Dann überraschen wir sie. Was sagst du? Geht's noch? Wir warten doch nicht, bis es dunkel ist. Ja. Oh, es ist besser. Ich bin schon ganz müde. Vielleicht warten wir doch lieber. Okay, geh du schlafen. Kein Problem. Geh, ja. geh schlafen. Geh. Besser ist das. Geh. Während er sich ausruht,
möchte ich dir erzählen, dass Rabbi Shimon 12 Jahre lang in dieser Höhle wohnte. Und weißt du, was er den ganzen Tag dort gemacht hat? Er hat 12 Jahre mit seinem Sohn Torah gelernt. Und danach? Wie sind sie dann rausgekommen? Sie hörten, dass der römische Kaiser gestorben war und sie entschieden sich, die Höhle zu verlassen. Doch sie waren so vertieft in dem Torah-Studium, dass sie zurück in die Höhle gingen und erst ein Jahr später in die Welt hinausgingen. Also, die Dunkelheit, sie bricht gleich ein. Dann schlagen wir zu. Moment. Verehrter Rabbiner, womit haben Sie sich denn jahrelang hindurch ernährt? Ein Johannesbrotbaum wuchs neben der Höhle und ein kleiner Fluss floss nebenbei. Davon lebten sie. Unglaublich. Moment, ich glaube, er ist bereit, in die Höhle einzudringen. Lass ihn. Also, dies ist der Plan. Du gehst zuerst rein und ich gleich hinter dir. Und passe auf, dass sie nicht abhauen. Ha? Hör mal, du bist ja wirklich mutig. Ha? Also, weißt du, ich habe gedacht, weil du so imposant bist und sie haben bestimmt Angst vor dir. Also, nicht? Kein Problem. Gut, also, ich zähle bis drei und dann zack, brechen wir ein. Auf mein Kommando. Eins, zwei, drei! Aber was ist los? Wo sind sie? Hier ist ja überhaupt niemand. Was hast du denn gedacht, dass die alle hier auf dich warten? Die sind schon seit 2000 Jahren weg. Was? 2000 Jahre? Ja, so ist es. Anscheinend kannst du wirklich gut schlafen. Aber was ist mit PC Jochus und dem Kaiser und allen anderen? Wo sind die hin? Alle sind gestorben. Und weißt du, was mit Rabbi Shimon geschehen ist? Wir sind das jüdische Volk, seine Nachkommen. Und seither haben wir sehr gelitten, aber niemand konnte uns besiegen. Und heute verbreiten wir uns auf der ganzen Welt. Und an diesem Tag feiern wir den Tag von Rabbi Shimon Bar Yochai. Was? Wie kann denn das sein? Wie hat es Rabbi Shimon geschafft, davonzulaufen? Tausende von Römer haben doch ständig nach ihm gesucht. Und ich habe auch Wache geschoben. Und ich bin auch nicht immer eingeschlafen. Weil Gott ihnen gerettet hat. Und seine Torah wird heute auf dem ganzen Welt gelernt. Aber wie habt ihr das geschafft? Wie haben die Juden es nur geschafft? Ich hätte nicht gedacht, dass sie das überleben. David, hast du vielleicht eine Antwort für ihn? Moment. Bin ich jetzt auch für die Antworten zuständig? Ich dachte nur für die Fragen. Dieses Jahr haben wir es dank deiner Flugkamera geschafft, alle zu vereinen. Kinder aus dem ganzen deutschsprachigen Raum konnten zusammen Tora-Verse sagen und zusammen Spaß haben. Das hält das jüdische Volk zusammen und macht es stark. Und wo ist dieser Rabbi Shimon heute? In der Stadt Meron, in unserem heiligen Lande Israel, ist Rabbi Shimon begraben. Und seither besuchen Tausende von Juden aus aller Welt sein Grab. Möchtest du es sehen? Ja, sicher. Aber wie werde ich es sehen? Schau mal, wie glücklich alle Juden sind. Sie kommen aus aller Welt an Lag BaOmer, um hier zu tanzen. Hör mal, lass uns doch da mal hingehen. Das muss ich mir mit meinen eigenen Augen ansehen. Schließlich bin ich auch Teil der Freude. Was hast du denn mit der Freude der Juden an diesem Tag zu tun? Ha, das werde ich dir sagen. Wenn ich nicht eingeschlafen wäre, dann hätten wir beide Rabbi Shimon vielleicht gefunden. Und das hätte euch Juden bestimmt nicht gefallen. Und außerdem wird es mal Zeit, dass ich eine Tasse Kaffee bekomme. Ha.
Er ist schon wieder eingeschlafen. Lass ihn schlafen. Und in der Zwischenzeit können wir alle etwas tun, um die Einheit zwischen uns alle zu stärken. Jedes Kind soll einem Freund oder Familienmitglied eine kurze Nachricht schreiben und sagen, wie viel sie oder er ihm bedeutet. Ich freue mich sehr, dass ihr alle teilgenommen habt. Ich hoffe sehr, dass diese Flugkamera bald wunderschöne Bilder von allen Juden machen wird und wir alle zur vollkommenen Erlösung nach Israel gehen werden. Weißt du noch etwas, David? Rabbi Shimon Bar Yochai befindet sich nicht nur in Meron in Israel. Der Lubavitcher Rebbe sagt uns, dass Rabbi Shimon Bar Yochai befindet sich in jeder Versammlung. Jedes Jahr versammeln sich Hunderte von Tausenden von Kindern zusammen, gemeinsam und freuen sich mit sehr viel Ahavat Israel und machen gemeinsam Mitzvot und freuen sich in diesen Tag von Lag BaOmer. Und Rabbi Shimon Bar Yochai befindet sich jedes Jahr mit all diesen Kindern, die sich versammeln. Und auch dieses Jahr. Wir versammeln uns zwar nicht vielleicht gemeinsam, aber Rabbi Shimon Bar Yochai befindet sich in jede einzelne Versammlung bei euch zu Hause. Wenn ihr euch freut zu Lag BaOmer, ist Rabbi Shimon Bar Yochai gemeinsam mit euch. Ich kann sie nicht mehr machen, gar mit kleinen Kindern.